Ortsberg, Feste Ortsberg, ein erloschener Vulkan aus Basaltstein, ein Basaltkegel, weit im Odenwald sichtbar. Auf dem Kegel eine Burg bzw. Festung, am Hang die Ortschaft Hering. Die Geogeschichte, Geologie, im Geonaturpark Odenwald. Der Berg ist 367 Meter hoch. Vor 35 bis 30 Millionen Jahren entstanden. Die Basaltsäulen sind Reste der Kraterfüllung. Die Basaltsäulenbildung. Nach dem letzten Ausbruch kristallisierte die Basaltschmelze im Vulkanschlot aus. Der Ortsberg-Vulkan ist ein Botschafter aus dem Erdmantel. Analysen aus den Resten der Vergangenheit. Die Besiedlung. Erste Besiedlung seit der Jungsteinzeit, 5000 bis 2500 nach Christus. Die Römer waren hier bis 260 nach Christus. Sie dürfte Ende 12. Anfang 13. Jahrhundert erbaut worden sein. Ende des 12. Jahrhunderts, eine Vogtabteiburg des Klosters zu Fulda. Der am Hang befindliche Ort Hering ist aus der Vorburg und der Burgmannensiedlung entstanden. Die weitere Burggeschichte, ständische Stellung, dann durchweg Ministerale. Im späten Mittelalter haben die Pfalzgrafen bei Rhein die Burg zur Amtsburg umgebaut. Im 16. Jahrhundert wurde eine Festungsanlage errichtet, unter anderem eine doppelte Ringmauer. Ab 1803 war der Bau im Besitz der Landgrafen von Hessen-Darmstadt. Bauten, Baustruktur, Grundriss, vieles aufgebaut und restauriert. Das Eingangstor mit Torhaus. Das Brunnenhaus von 1320, 50 Meter tief. 1788 mit Tretrad versehen. Der 17 Meter hohe weiße Bergfried mitten im Hof mit weiter Rundumsicht, die sogenannte Weiße Rübe. 1574 erbaut das Kommandantenhaus. Der Palas, ein gotischer Steinbau mit Museum. Heute als Ruine die Kaserne Kemenate. Zum Grundriss im 16. Jahrhundert die doppelte Ringmauer in ovaler Form.